Am Samstag geht die Bundesliga schon los. Endlich, ja, die lange Sommerpause nimmt ein Ende. Deswegen möchte ich im Vorfeld auf den ersten Spieltag noch einmal einen kleinen Saisonausblick, eine kleine Saisonprognose einschieben. Ja, allen voran jetzt hier mit dem Fokus auf uns, ja. Ich möchte also jetzt hier nicht irgendwie alle Vereine durchexerzieren und irgendwelche, weiß ich nicht, Prognosen zu jedem einzelnen Verein abgeben. Ich bin auch ehrlich und offen, es interessiert mich auch nicht, wo am Ende Leipzig landet und was Leverkusen macht und dass die Bayern sowieso Meister werden, wissen wir ja. Nein, wir machen so einen kleinen Saisonausblick, so eine kleine Saisonprognose aus unserer VfL-Perspektive. Wir setzen die blau-weiße Brille auf, ja, und schauen uns vor allen Dingen ja, die Saison quasi aus unserer Perspektive einfach mal an. Und das will ich jetzt auch gar nicht so lange halten, nur wie gesagt, dass wir das einfach auch mal gemacht haben. Ja. Starten wir einfach mal mit dem Folgenden, mit den Auf- und Absteigern der Saison. Ja, so sieht das aus. Diese Teams gehen runter, ja, in dieser Saison oder sind letzte Saison abgestiegen. Diese Teams sind aufgestiegen. Somit ergibt sich nach den Auf- und Absteigern folgendes Teilnehmerfeld für die Saison 2023-2024 in der Bundesliga. Ihr seht also hier gegenwärtig alle Logos einfach mal der Vereine eingeblendet. Das ist das Teilnehmerfeld. Aus diesen Vereinen besteht also die Bundesliga in der kommenden Saison. Wir mischen mit, munter mit, mittendrin statt nur dabei im dritten Jahr jetzt. Und ja, vom Teilnehmerfeld einmal zu den Zahlen, Daten, Fakten will ich das mal nennen. Ich habe zumindest mal so einen Chart und hier reingestellt, um uns das einfach nochmal so ein bisschen zu verallgegenwärtigen und auch ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, ihr seht hier also, gerade während ich schon rede, die TV-Gelder, ja, die TV-Geldtabelle. Dort hat es jetzt auch minimale Anpassungen gegeben, sodass die Zahlen nicht hundertprozentig korrekt sind. Aber es ändert nichts an der Reihenfolge und plus minus ein paar hunderttausend Euro bei allen ändern da, wie gesagt, nichts am Grundsätzlichen. Und daneben seht ihr die Marktwerttabelle. Ich bin jetzt kein großer Freund der Marktwerte, allerdings auch hier der Vollständigkeit halber, um einfach zu sehen. Natürlich, wir haben in diesem Sommer, wir gehen ins dritte Bundesliga-Jahr und haben einen großen Sprung gemacht. Von einem Quantensprung ist ja auch die Rede gewesen im Vorfeld. Ja, dass wir natürlich jetzt, der Verein boomt ja sowieso seit Jahren. Wir haben überall Rekord, teilweise Einnahmen und Umsätze zu verzeichnen und einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Nichtsdestotrotz. Ob es jetzt die Fernsehgelder sind, ob es die Marktwerttabelle sind, ob man die Umsatzzahlen heranziehen würde und man könnte noch dies und das heranziehen. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor ein kleines Licht in der Bundesliga. Ja, wir sind nicht mehr das kleinste Licht, ja, das muss man festhalten. Ja, das ist der Schritt nach vorne. Es gibt jetzt in dieser laufenden Saison kleinere Vereine mit wirtschaftlich geringeren Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, um uns das einfach auch nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, die Bäume wachsen für uns nach wie vor längst nicht in den Himmel. Auch wenn wir uns mehr erlauben können, ja, dennoch sind wir verhältnismäßig in der Liga eine kleine Nummer und müssen weiterhin kleinere Brötchen backen. Und das ist mir einfach auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ich habe es ja jetzt neulich noch so ein bisschen in den Raum geworfen, ja, Katzentisch Ade oder Schmalhansen und Küchengast nach den etwas komischen Aussagen in der Zeitung, die ich da lesen musste. Aber was man ja festhalten muss, in diesem Sommer haben wir für unsere Voraussetzungen und mit den Rahmenbedingungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, sehr wohl investiert. Ja, wir haben aus meiner Sicht gute Transfers getätigt, zu denen wir gleich nochmal näher eingehen können. Und der Verein hat, wie gesagt, uns auf den Punkt zu bringen, sehr wohl investiert. Ja, dass hier keine Transfers in Größenordnungen von 3,5, 4, 5 Millionen Euro pro Spieler und was auch immer 2,5 möglich sind, sollte eigentlich langsam auch jedem klar sein. Ja, da sind wir noch nicht so weit. Ihr müsst einfach festhalten, das hat auch nichts mit Kleingerede zu tun. Man kann mit 2 Jahren Bundesliga nun mal nicht 11 Jahre zweite Liga einfach so wettmachen. Das funktioniert nicht. Ja, wir haben super Schritte nach vorne gemacht, eine tolle Entwicklung, aber du kannst mit 2 Bundesliga-Jahren nicht einfach jetzt über ein Jahrzehnt zweite Liga aufholen. Das funktioniert nicht.
Allen voran, wenn man zu den Vereinen in der Liga zählt, zu den wenigen Vereinen, ja, so wie wir, die dann auch keine externen Geldgeber in dem Sinne haben, wenn man mal die Sponsoren beiseite schiebt. Ja, ich rede natürlich hier allen voran von Investoren, von irgendwelchen Mäzen, von irgendwelchen strategischen Partnern, ja, wie gesagt, und das zu den wenigen Vereinen zählen, weil einfach in der Bundesliga, die hier aus der eigenen Kraft vor sich heraus eigentlich wirtschaften. Und da kannst du nicht zaubern einfach, ja, also du wirst auch nicht irgendjemand, keine Ahnung, ob das ein gutes Beispiel ist, egal, aber um das zu verdeutlichen, ja, jemand, der 5 Jahre arbeitslos gewesen ist und plötzlich irgendwie einen super Job kriegt, gutes Geld verdient, der wird nach 2 Jahren jetzt auch nicht plötzlich sich ein Haus leisten können, auf die Malediven fliegen 3-mal im Jahr und sich das dicke Auto vor die Tür stellen, ja. Das, wenn er den Job behält, ja, noch ein paar Jahre weiter arbeitet, fleißig, wird er da wahrscheinlich hinkommen und so, ja, dass er sich das erlauben kann. Aber nach 2 Jahren wird das eben nicht gehen. Und wie gesagt, vielleicht ein blödes Beispiel, aber es ist eben ähnlich bei uns. Du kannst eben, wie ich ja schon gerade gesagt habe, mit 2 Jahren Bundesliga nicht über ein Jahrzehnt zweite Liga aufholen. Und deswegen finde ich sehr wohl, auch jetzt mit dem Wichtig-Transfer, den wir natürlich sehen, haben wir sehr wohl investiert und die Verantwortlichen versuchen alles, was wie gesagt innerhalb unserer Rahmenbedingungen möglich ist, um natürlich den Verein nach vorne zu bringen. Und deswegen, davon bin ich felsenfest überzeugt und das sehe ich auch, ja. Deswegen bin ich hier definitiv der Meinung, dass das Bestmögliche getan wird. Und wie gesagt, um diesen Kapitel mal zu schließen, das einfach auch nur, um sich das mal vor Augen zu führen einfach, ja, weil ich das sehr, sehr häufig in Foren hier und dort lese, warum hauen wir nicht mal das raus, warum machen wir das nicht jenes, warum machen wir dies nicht, ja. Liebe Leute, es geht nicht alles auf einmal und anhand der Zahlen seht ihr einfach auch, wir sind nicht mehr das Kleinste, aber wir sind nach wie vor ein kleines Licht in der Liga. Ja, so. Und das gilt es auszubauen, ja, mit einem weiteren Jahr Bundesliga. Je mehr reinkommen, kommen wir entsprechend in andere Gefilde. Also, das dazu, jetzt habe ich gerade schon die Transfers ein bisschen angeschnitten. Also, meine persönliche Meinung zu den bisherigen Transfers. Die Zugänge oder generell zum Kader vor Saisonstart, wenn ihr mich fragt, ich finde, wir sind deutlich besser aufgestellt als im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, wenn wir das mal so anfangen, wir haben ein riesengroßes Pluspunkt, keine nennenswerten Leistungsträger irgendwo abgeben müssen. Im Gegenteil, wir konnten wichtige Eckpfeiler und Stützen, wie zum Beispiel Ivan Ordets, an uns binden, ja, mit Option auf eine langfristige Zusammenarbeit. Bleiben definitiv zum Beispiel über Audits bei uns. Also wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann haben wir jetzt nach und nach über die Transferperiode doch uns wirklich sinnvoll verstärkt. Es sind wirklich gute Leute dazugekommen. Ich bin echt gespannt auf einen Wittek. Ich bin auf einen Bernardo gespannt. Dashi habe ich schon ins Herz geschlossen. Ja, den finde ich einfach geil. Ich werde es noch 100.000 Mal sagen. Ihr habt sicherlich schon gemerkt. Einer meiner jetzt schon Lieblingsspieler. So, Quarteng müssen wir gucken, wenn er dann mal fit ist. Aber das ist sicherlich auch eine Verstärkung. Und so könnte man Bero noch nennen. Und. Also wie gesagt, in Summe finde ich uns deutlich besser aufgestellt als im Vorjahr. Wir sind ja noch lange nicht am Ende, beziehungsweise noch nicht am Ende. Ich denke, es dürfte hier Schlotterbeck spätestens 31. August noch irgendwo aufschlagen. Alles eine Frage des Geldes, des Preises, das ist nichts anderes, ja. Und ich denke, wir werden auch für vorne noch irgendwo eine Alternative irgendwo finden, ja. Also wir sind hier noch nicht am Ende der Kaderplanung. Da tut sich noch ein bisschen was. Auf der Abgangsseite ist sicherlich hier und dort noch was zu erwarten. Aber allen voran, was die Zugänge angeht, was die Transfers angeht, ja, bin ich, wie gesagt, davon überzeugt einfach, dass wir deutlich besser aufgestellt sind als im letzten Jahr. Und wenn man auch noch das vergleicht, wie die Vorbereitung im letzten Jahr gelaufen ist, ja, teilweise wie chaotisch das alles gewesen ist und wie viel Unruhe auch einfach bei uns herrschte, vergleicht das doch mal mit diesem Jahr. Also die Ausgangslage ist deutlich besser, ja, wenngleich natürlich wir ein extrem schweres Startprogramm haben, aber ich bin einfach überzeugt davon, dass wir auf lange Sicht gesehen, und das ist halt immer das Ding, die Saison ist ein Marathon, ja, es ist kein Sprint, dass wir hier definitiv einen Qualitätszugewinn allen voran auch in der Kaderbreite haben, ja, wo wir deutlich flexibler handhaben können als in den letzten beiden Jahren zumindest, ja, also das ist definitiv spürbar und macht sich jetzt schon bemerkbar, ja. So, deswegen, das soweit zu den Transfers, das meine Meinung dazu und von den Transfers dann auch schon zum
Saisonziel. Also, wie gerade ja schon gesagt, ich denke, wir sind deutlich besser aufgestellt als im letzten Jahr. Nichtsdestotrotz heißt es nach wie vor für uns Klassenerhalt und Kampf gegen den Abstieg. Ja, das ist natürlich klar. Wir sind nichts, um nichts anderes geht es. Ja, wie gesagt, wir müssen natürlich, und das ist klar, irgendwo so ein bisschen jetzt von den Wundern auch wegkommen. Ja, das will ich jetzt auch nicht mehr hören. Viertes, fünftes, sechstes, siebtes Weltwunder und oder VfL-Wunder, nennen Sie, wie ihr es wollt. Ja, aber deswegen, meine Meinung ist, ein Klassenerhalt in diesem Jahr wäre jetzt für mich kein Wunder mehr, aber er wäre sehr hart erarbeitet, ja. Und darauf müssen wir halt das ganze Jahr hinarbeiten. Von mehr kann man vielleicht irgendwo still und heimlich träumen, aber bleiben wir realistisch, wenn wir das uns einfach mal so anschauen. In der unteren Tabellenhälfte, das wird unsere Region sein, irgendwo Platz 13 bis 18, dort werden wir uns permanent aufhalten, das ist realistisch und es geht halt eben wie im letzten Jahr darum, einfach langen Atem zu behalten und nicht direkt nervös zu werden, in Panik zu verfallen. Wir werden sicherlich Rückschläge haben, ja. Da sind wir nämlich direkt auch schon vorm Saisonziel eigentlich bei meiner Prognose, um an der Stelle direkt weiterzumachen, ja, oder es nochmal neu aufzugreifen, last but not least. Also, wie ich gerade schon sage, wir sind besser aufgestellt als im vergangenen Jahr, wie gerade auch schon gesagt, ein Klassenerhalt wäre für mich ein hartes Stück Arbeit, hart erarbeitet, aber eben dann kein Wunder mehr, weil es durch die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim jetzt auch einfach wirtschaftlich Teams gibt, Vereine gibt, die schlechter als wir aufgestellt sind. Und ja, wir natürlich hier uns definitiv im Vergleich zu diesen Vereinen einen Vorteil erarbeitet haben. Nichtsdestotrotz muss das natürlich auch nichts heißen. Wir sind das beste Beispiel dafür, wie man aus de facto gar keinen Möglichkeiten oder ganz geringen Möglichkeiten sehr, 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 sehr viel machen kann und sich eben in der Bundesliga irgendwo doch halten kann. Ja, deswegen, es ist nicht gesagt, dass irgendwo das Darmstadt oder Heidenheim auch gelingen kann, ja, deswegen. Aber, wie gesagt, es wird ein hartes Stück Arbeit. Ich denke auch, gerade jetzt am Anfang könnte es noch hier und dort ein bisschen ruckeln. Wir haben diese Systemumstellung, ja. Wir haben natürlich jetzt hier und da die Neuzugänge, die noch irgendwo hier etwas integriert werden müssen, die sich einspielen müssen. Allen voran ein Beispiel. Eine Felix Passlack zum Beispiel, der jetzt in den vergangenen zwei Jahren eigentlich überhaupt gar keine Rolle in Dortmund gespielt hat, ja, ja, braucht natürlich eine gewisse Spielpraxis auch, eine gewisse Sicherheit, die sich darüber einstellt, ja, das ist, kommt nicht von heute auf morgen, deswegen, solchen Spielern muss man ein bisschen Zeit geben, denkt daran, Ivan Ordets, bestes Beispiel, letztes Jahr, nach 7 Monaten Spielpause, ja, wie er im Juli, August zu uns gekommen ist, in welcher Verfassung er dort war, wie er aufgetreten ist, und denkt an einen Ivan Ordets, wie er im April und Mai aufgetreten ist, ja, also, und das gilt sicherlich zum Beispiel, nur um exemplarisch Felix Passlack mal zu nehmen, ja, auch für einen Felix einfach, der reinkommen muss. Und damit will ich nur sagen, am Anfang kann es aus meiner Sicht hier und dort ruckeln. Ja, wie gesagt, noch nicht alles optimal laufen, aber wie auch schon mal von mir erwähnt, die Saison, die Bundesliga ist kein Sprint, ist ein Marathon. Es gilt, Ruhe zu bewahren, nicht in Panik zu verfallen und auf lange Sicht einfach dann auf lange Strecke eben auf Kurs zu bleiben, ja, und es kann natürlich und wird definitiv Rückschläge geben, keine Frage, wollen wir gar nicht diskutieren, aber am Ende kackt die Ente, ja, sagt man, und deswegen, das ist für mich wichtig. Ich glaube aber, wir werden am Ende der Saison, wenn ihr mich fragt, ich würde, wenn ich tippen würde, jetzt auf Platz 13 bis 15 irgendwo. Da würde ich uns einsortieren. Ja, wir sind, glaube ich, in den letzten Jahren 13. 14. sind wir geworden. Ich glaube, wenn alles glatt läuft bei uns, wenn ein Rädchen in das andere dann im Laufe der Saison greift, bin ich einfach fest davon überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr den Abstieg und die Relegation vermeiden können. Und wie gesagt, auf einem wirklich soliden 13. bis 15. Platz irgendwo landen und erneut die Klasse halten können. Zu der Konkurrenz vielleicht abschließend noch, hier das Chart nochmal eingeblendet. Also ich denke, das hier ist der Kreis an Mannschaften, die hier sicherlich irgendwo in der unteren Tabellenhälfte, im unteren Tabellendrittel, um genau zu sein, zu erwarten sind. Also klar, neben den beiden Aufsteigern Darmstadt, Heidenheim rechne ich eigentlich damit, dass auch Werder Bremen,
dass auch der FC Augsburg im unteren Tabellendrittel sich wiederfinden wird neben uns. Ich gehe auch davon aus, dass die Kölner keinen größeren Sprünge machen werden. Sie haben auch einige Abgänge zu verzeichnen, wirtschaftlich einige Probleme hier und dort. Ich habe mir mal den Kader angeguckt. Waldschmidt ist da gekommen, okay, ja. Aber in Summe glaube ich auch nicht, dass das für höhere Sprünge dort reichen wird. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es wie alljährlich irgendwo mal so eine negative Überraschung gibt, dass eine Mannschaft in diesen Abstiegsstrudel irgendwo reinrückt, die jetzt noch nicht daran glaubt oder, wie gesagt, darauf nicht vorbereitet ist. Könnte vielleicht in diesem Jahr Borussia Mönchengladbach sein. Ich sage nicht, dass die absteigen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da durch den größeren Umbruch einfach vielleicht auch ein Einbruch irgendwo folgt und man eben auch in diesem Sog reingezogen wird. Mainz 05, wer weiß, auch so eine Wundertüte, da geht immer grundsätzlich alles, ja, von Europa League Teilnahme bis Abstiegskampf schwer einzuschätzen immer diese Mannschaft. Und das ist so ein bisschen meine Prognose, was die Konkurrenten angeht und uns. Also wie gesagt, ich glaube aber am Ende geht es für uns wieder gut aus. Wir können uns aus der Affäre ziehen und ja, ein weiteres Bundesliga-Jahr dann begrüßen. So, das ist meine Meinung. Das soll so ein bisschen zum Saisonausblick, zur Saisonprognose meinerseits gewesen sein. Das ist, so sehe ich das. Wie sind eure Meinungen? Schreibt es doch einfach mal wie gewohnt unten und dann können wir uns auch noch vor dem Start der Bundesliga dazu austauschen. Ansonsten sehen wir uns dann auch schon zeitnah zum Vorbericht auf den Bundesliga-Auftakt am Samstag in Stuttgart mit meinem Vorbericht darauf und allen voran natürlich diskutieren wir dann die potenzielle Aufstellung auf Stuttgart. Sicherlich das Interessanteste im Hinblick auf den Auftakt. Also, das soll es von meiner Beziehung ja gewesen sein. schönen Restwoche euch noch und wir hören uns zeitnah wieder. Tschüss.